Was geht ab, Junge? Jo, Leute, Mucke hier. Was geht ab? Es ist wieder Mittwoch. Es ist wieder Milog-Time, wollte ich schon sagen. Milog-Time. Es ist Vlog-Time mit der kleinen Mila, die hier einfach wegdüst. Ja. Und ja, was geht ab bei euch? Es ist ein bisschen kalt geworden. Pulli ist am Start, Jacke ist am Start. Noch keine Winterjacke. Demnächst aber. Mila. Füttern verboten. Pferde sind keine Allesfresser. Ja, ich mag aber Pferdelasagne. Spaß beiseite, Leute. Ich überlege, wo ich hier lang gehen kann, aber irgendwie ist es hier voll am Arsch heute, denn egal wo, jeder Weg ist mega versaut. Wir gehen mal da vorne lang, wir gehen mal den Standardweg lang. Ich wollte einen anderen Weg lang gehen, aber selbst der Standardweg ist so übertrieben versaut. Ich muss schauen, dass die Mila ziemlich weit von mir weg ist, sonst macht ihr mich von oben bis unten voller Matsch. Denn, wie ihr seht, der ganze Weg hier, Schlamm. Da, richtig hässliche Tiere. Ganz viele Rehe waren. Habt ihr die Rehe gesehen? Habt ihr gesehen? Coole Tierchen. Komm, Mila, wir gehen weiter. Ist ein bisschen laut, Bauarbeiter. Ich habe euch vor Monaten, habe ich mal einen Vlog gemacht. Da waren hier Bauarbeiter nachts am Arbeiten. Die arbeiten immer noch. Junge. Was machen die dann in 2-3 Monaten? Sieht alles gleich aus. Alles gleich aus. Ich muss mal gucken, wo die Mila ist. Mila, komm her. Ich meine hier feindliche Hunde spazieren und die Mila, die sucht die jetzt. So, die muss die Spur verfolgen. Naja. Weiter gibt's nichts Neues zu erzählen. Ich war eben beim Zahnarzt. Hab letztes Mal, boah, das ist wieder so beschissen gewesen, ne? Ich esse, kennt ihr diese richtig geilen Mandelkekse? Also was heißt Mandelkekse? Nee, hier heißen nicht Papalazzi, ihr wisst, welche ich meine. Nicht Lapis Lazuli. Ihr wisst, welche ich meine. So ähnliche gab es bei Netto im Angebot. So Mandelkekse hast du nicht gesehen, schmecken ungefähr gleich. Ich so, jawohl, schlägst du zu, erstmal ein paar geholt. Schön Tee aufgesetzt, Tee gemacht. Trinken Tee, esse bei den Keksen, nom, alles lecker, richtig lecker, die Kekse. Bei einem Keks war sowas, die sind ja mit Mandeln, ne? Und diese Mandeln, da war so ein ganz hartes Stück, ich beiß drauf, Batz, und so eine Füllung vom Zahn, keine Ahnung, halb abgebrochen gewesen. Habe ich eben beim guten alten Doktor flicken lassen, jetzt wieder alles fit. Wo läuft denn die Mila hin? Mila? Übertreib es nicht, Hund. Mila spielt hier mit meinen Nerven. Die Sache ist, ich darf Mila nicht zu weit weglassen. Wegen da vorne, da hinten sind Bagger am Arbeiten, hast du nicht gesehen. Und ihr wisst ja, junge Hunde, also die ist ein Jahr irgendwas, ein Jahr, zwei Monate oder so. Aber ihr wisst ja, junge Hunde neigen dazu, Menschen willkommen zu heißen, zu begrüßen, umzuhauen. Und da ist es ihr auch egal, ob da gearbeitet wird, ob da eine Baustelle ist, ob da Bagger langfahren, ob da Autos sind. Das juckt die nicht. Aber die gehorcht eigentlich ganz gut. Haben meine Eltern gut erzogen. Ja. Komm mal hier, hier haben wir hässliche Gänse. Jetzt sind Gänsebraten. Gleich fahre ich einkaufen. Ich überlege die ganze Zeit, was ich einkaufen möchte. Kennt ihr dieses Gefühl? Oder kennt ihr diese Situation? Wahrscheinlich nicht. Die meisten von euch leben noch zu Hause. Aber die, die alleine wohnen. Ich gehe einkaufen, ja? Ihr müsst euch vorstellen. Jetzt habe ich so voll Bock Pizza, voll Bock auf dies, das, das, das. Kaufe ich mir alles ein. Sitze zu Hause und denke so, yo, was machst du heute zu essen? Gar keinen Bock auf das, was man gekauft hat. Und das ist immer so. Das ist immer so. Mila, komm. Mila hat meinen Nachbarn getroffen hier. Der arbeitet da nämlich. Sind hier so ein paar Hobbyhäuser, so diese Gartenhäuser, die man kennt. Nachbar hat sich so ein Grundstück gemietet. Was heißt gemietet, verpachtet? Keine Ahnung, was der da macht. Ich glaube gemietet. Da sind wir hier sowas. Ein kleines Naturschutzgebiet. Ganz cool. Läuft bei ihm. Okay, weiter gehe ich hier nicht.
Mein normaler Weg, Leute, hier war ich immer joggen. Hier war ich damals, wo ich mal bei meinen Eltern gewohnt habe, war ich immer joggen. Jetzt zieht euch das mal rein. Seht ihr diese Pfützen überall, dieser Schlammweg, wo ich letztes Mal fast hingefallen bin, wo alle so geschrieben haben, lustig, er wäre fast hingefallen. Scheiße, wäre ich fast hingefallen. Nein. Ist gar nicht lustig, du. Im Winter bin ich da ein paar Mal hingefallen. Komm, ich gehe nämlich hier mal, oder ich war hier mal joggen, sozusagen. Ich kam von da hinten, bin hier so da hinten über die Straße, die man sieht, und dann, keine Ahnung, 4-5 Kilometer sonst wohin. Schön im schnellen Tempo, immer schön bergauf, bergab, bergauf, bergab. Hauptsache, man wird gefordert. Jetzt war ich lange nicht mehr joggen, hat den folgenden Grund. Ich wohne jetzt genau in der Stadt mit. Ihr müsst euch vorstellen, eine Stadt und ihr wohnt genau in der Mitte. Da, wo, da genau im Zentrum dieser Stadt. So, Beispiel, ihr könnt euch das so wirklich die Mitte der Mitte der Mitte der Stadt, ne? Und da geht einfach joggen, geht schon, aber keine Ahnung, ich bin jemand, der nachts joggen geht. Da nachts joggen ist nicht gut. Habe ich versucht, hat mir keinen Spaß gemacht. Also, das heißt, keinen Spaß gemacht. Ich, keine Ahnung, war komisch. Habe ich keinen Bock drauf gehabt. Habe mir ja so ein Laufband bestellt. Mal gucken, müsste Freitag, Samstag, Sonntag ankommen. Kann ich euch ja mal dann im nächsten Vlog zeigen oder so. Oder vielleicht im Livestream, mal gucken. Vielleicht kommt auch irgendwann mal eine Roomtour von mir. Mal gucken. Und jetzt ist mein Hund wirklich den ganzen Weg zurückgelaufen. Alter, ich raste aus hier. So, das soweit dazu. Sonst, was gibt's sonst zu sagen? Zurzeit wie immer sehr viel am Livestream. Geht auch morgen weiter für euch. Also ist ja Mittwoch, morgen Abend. CSGO wird gestreamt. Zurzeit spiele ich sehr viel WoW privat. Ab und zu livestream ich das auch, aber was heißt sehr viel? Ich habe sehr viel gespielt, zurzeit wieder weniger. Max Level angekommen. Geht natürlich die Lust ein bisschen zurück, bis die neuen Sachen kommen. Mila! Nicht weglaufen. Was heißt viel? Die Zeit geht's, also, ne? Man ist Level 100, hat alles erlebt. Muss mal gucken, was man macht. Und ja, jetzt wieder wird CSGO gesuchtet. Ich überlege mir zurzeit Far Cry 4 ist rausgekommen, das anzuschaffen, das im Livestream zu zocken. DayZ natürlich, DayZ zockt man zurzeit mehr als sonst. Habe auch wieder so viele Aufnahmen gemacht. Video für Freitag ist sogar schon fertig, muss noch Thumbnail machen. Ich überlege auch zurzeit, da mir DayZ wieder, weil ich das nicht mehr so, ja, weil ich nicht mehr einfach so viel zocke und DayZ dazwischen quetschen muss, sondern DayZ auch wieder freiwillig zocke. Wir zocken auch mit Abonnenten und Zuschauern und Twitch-Zuschauern, die bei uns auf dem Teamspeak sind. Haben jetzt mit 3-4 Leuten angezockt. Hat Spaß gemacht. Werden die Folgen auch kommen. Fangen, glaube ich, am Freitag sogar an mit dem Manu-Keks schon, den ersten. Und Quizzix ist dabei natürlich. Natürlich nicht, aber war eine. Das Quizzix, ne? Wirklich. 4 Stunden mit Quizzix aufgenommen. Und wirklich die einzige Stelle, die gut war. Also, was heißt die einzige? Die spannendste Stelle von der ganzen Aufnahme war die einzige Stelle, wo Quizzix sich dementsprechend auch benommen hat. War, sag ich mal, ein Glück, ne? Ja, aber ich überlege, vielleicht bringe ich. Ja. Ich werde mal schauen. Ich werde versuchen, zwischendurch mal 1-2 Videos mehr reinzuquetschen in die Woche von DayZ, denn wir haben zurzeit wirklich sehr viel aufgenommen. Ich muss mich noch dazu überdenken, weil ihr wisst ja, Studium, Arbeit, Twitch-Stream, andere Videos, Vlog zum Beispiel und noch private Dinge. Kosten seine Sachen, ne? Kosten Zeit. Ich werde versuchen, da was einzuquetschen. Müssen wir mal gucken, also müssen wir gucken. Letzte Woche kommen, glaube ich, 2 Videos oder vorletzte Woche. Deswegen werden wir schauen, vielleicht kommen die nächsten Wochen auch wieder 1-2 Videos mehr. Sonst schaut im Livestream vorbei, Samstag wieder. Ab 18 Uhr DayZ Livestream, Freitag CSGO Livestream, Donnerstag mal gucken. Ich denke auch CSGO Livestream, habe ich ja eben schon gesagt. Deswegen Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!